hinter dem Körper. Dann ist es nämlich leichter. Wirklich. Und zwar folgendermaßen. Ich gebe dir eine Zielscheibe, die ist hier, da setzt du dein Bein auf. Das Standbein wird weiterhin belastet, das andere stabilisiert nur. Und jetzt versuchst du mit viel Gewicht auf dem linken Bein langsam runter in die Kniebeuge zu gehen, so tief wie du stabil kommst, und versuchst wieder aufzustehen. Achte darauf, dass du mir am linken Bein den ganzen Fuß belastest. Dann gehst du wieder in die Mitte zurück, balancierst wieder und dann kriegst du eine neue Zielscheibe. Perfekt, wunderbar. Wieder balancieren. Kriegst du eine neue Zielscheibe. Schön balancieren, cool. Und wieder nach oben. 8 pro Bein. Das Ding ist wunderbar, danke dir. Man hört ja auch, ja, hier Kniebeugen, keine Knie über die Füße schieben und so weiter, schlecht für die Knie. Der Körper passt sich an Belastungen an. Ihr seid im Handballsport, ihr lauft die ganze Zeit. Wenn man Bilder von irgendwelchen Positionen aus dem Spiel macht, dann sieht man Knie, die da sind, dann sieht man Knie, die da sind. Das können die aushalten. Wenn man das so ein bisschen trainiert, dann wird es aber noch stabiler. Und da ist so eine Übung cool, wo man wirklich versucht, in einem richtig kontrollierten Umfeld, da die Belastung reinzubringen und überall stark zu werden. Nicht nur in dieser Position, sondern in dem Weg und so weiter und so fort. Cool? 8 pro Bein. Wenn ihr ein schwaches Bein habt, dann fangt auf dem schwachen Bein an. Bitte schön.